bewusst, dass das ganz schwer sein wird, dass Porto viel bessere Mannschaft ist. Natürlich, sie haben auch eine oder andere Schwierigkeit gehabt, nicht nur in Champions League, sondern auch in Meisterschaft. Sie gewinnen nicht die Spiele so leicht und da sehen wir unsere Chance. Natürlich, erstes Spiel gegen Porto gibt uns auch Hoffnung. In diesem Spiel haben wir unsere Chance gehabt. Wenn wir so eine disziplinierte Leistung bestätigen können, dann können wir auch was hoffen. Ich denke, wir sind bisher in den meisten Spielen sehr gut aufgetreten international, außer wie gesagt gegen Atletico Madrid, wo die Nummer zu groß waren für uns. Aber ich denke, wir haben gegen Porto zu Hause mithalten können und deswegen können wir das durchaus auch auswärts schaffen. Das haben wir gewusst mit Qualifikation in Champions League, dass solche Wochen, wo wir uns schnell umschalten werden müssen auf 30.000 Leute und dann auf 2.000 Leute. Das ist so im Fußball, wir sind Profi, wir müssen das können und wir werden versuchen, in jeder von diesen Spielen unsere Maximum zu bringen. Wir haben ja schon einen Punkt geholt, das ist ja eigentlich wichtiger, wie ein Tor zu erzielen. Und ja, von daher haben wir jetzt nicht unbedingt den Druck, ein Tor zu erzielen, wobei es natürlich schon schön wäre. Für mich ist eine große Freude, dass alle Journalisten hier beim Flughafen auf Hilfe gehen, erst gehen, und das ist ein gutes Signal. Und wir freuen uns natürlich, dass er wieder trifft. Man hat gesehen in den letzten Monaten, wie Austria abhängig ist von seinen Toren. Und auch jetzt beim letzten Spiel, wie wichtig ist, wenn er aus erster Chance erster Tor macht. Dann ist für alle etwas leichter. Ich glaube, nicht nur zum Philipp, sondern zur ganzen Mannschaft hat gut getan, dass wir einfach deutliche Worte gefunden haben, dass wir intern einiges besprochen haben, geklärt haben, und das hat uns stärker gemacht. Und das ist immer so, eine Krise ist immer eine Chance für neue Beginn, und das haben wir genutzt und hoffe, dass wir auf gutem Weg sind. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe, dass die ganze Mannschaft wieder an das Niveau herankommt von der Vorsaison, und ich denke, das haben wir auf einem guten Weg bis jetzt. Ja, wir müssen einfach an unsere Leistung denken, müssen versuchen, diszipliniert und organisiert zu verteidigen. Und dann, wenn wir dann Ball erobern, werden wir schnell kontern müssen. Das haben wir jetzt gegen Innsbruck sehr gut getan, in 3-4 Situationen Tore gemacht oder gefährliche Situationen gehabt. Nur natürlich, Porto ist ein anderes Kaliber und wir werden nicht zu so vielen Chancen kommen. Und die weniger, die wir haben werden, müssen wir nutzen. Ja, ich habe versucht, im Training wieder Gas zu geben. Natürlich, wenn man den Stammplatz verliert, will man sich dann wieder beweisen, und das habe ich versucht zu zeigen. Und ja, das ist natürlich dann immer auch positiv für einen Spieler, wenn der Trainer das dann honoriert. Realistisch im Fußball ist, sage ich immer, alles möglich. Und wir werden natürlich probieren, Porto zu überraschen mit unseren Mitteln. Und schauen wir, ob uns das gelingt. Wir haben schon im ersten Spiel gegen Porto bewiesen, dass wir mithalten können, dass wir Chancen kreieren können, dass wir auch wenig zulassen können. Natürlich, Porto war sehr effektiv, wir sehr uneffektiv, und vielleicht wird sich das morgen ändern.